Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LP und wir fahren fort mit Let's Play Xenoblade Chronicles X. In der letzten Episode sind die Dinge mal wieder eskaliert und jetzt helfen wir Dirk und seiner Crew dabei, Dinge zu erlegen. Ist da was passiert? Die sehen irgendwie aufgewacht aus. Sei doch vernünftig. Ich kann doch jetzt nicht einfach in die Stadt düsen, um meine neue Eiskindtorte zu holen, Gret. Was? Dann knall gefälligst jeden einzelnen dieser Oklakein ab. Da finde ich ein kleines Stückchen Himmel inmitten dieser Einöde und dieser Drecksviecher machen mir das auch noch kaputt. Das werden die mir büßen. Ich verstehe dich, ja, aber im Moment haben wir andere Sorgen. Wir müssen schließlich noch Edelseil auftreten. Ah, Charu, gutes Timing. Einige Oklakein, Max der Ganglion, haben Gretz Eiscremetorte geklaut und sie ist jetzt ein wenig ungehalten. Und wenn unsere kleine Diva hier mal am Rumzicken ist, gibt sie auch nicht eher klein bei, als bis sie hat, was sie will. Ich könnte echt ein wenig Hilfe gebrauchen. Du könntest entweder die Edelseite sammeln, die auf der Liste steht, oder dich mit den Oklakaien anlegen. Ich will die Oklakaien. Ich mache natürlich die Oklakaien platt, klar. Oh, danke. Du bist jetzt ab jetzt mein Lieblingslakai. Also, vielleicht noch Hardwert. Jetzt husch, mach diesen abscheulichen Gang den klar, dass es sich nicht geziemt, einer Dame das Essen zu klauen. Ich muss eine Lanze für sie brechen. Nach außen hin ist sie die totale Diva, ja? Aber in ihrer Brust steckt das Herz eines Kriegers. Nimm sie nicht übel, okay? Wie bitte? Wie kannst du es wagen, diesen Ton von mir zu sprechen, Adelbert? Entschuldige bitte, tut mir leid. Um ehrlich zu sein, finde ich deine zickige Haut ja auch ganz süß. Oh Gott. Nochmal danke, Charu. Pass auf dich auf. Ich gehe inzwischen die Seile besorgen. Nie im Leben, sage ich ja zu einer Sammelquest. Erbeute eine Eiscremetorte von den Seivo-Klakaien beim Becken von Badr in Silvalo. Das ist am anderen Ende der Map. Ich habe so das Gefühl, dass die Viecher vom Level her relativ hoch sein werden. Okay. Und? Okay, läuft. Und dann wollen wir mal dorthin fahren. Und sehen? Also, wenn wir das Level zum Level her geht, machen wir den mit unseren Scales platt. Und falls da irgendwas. Kann ich nach oben? Das ist sicher irgendein Vieh. Huch. Was ist das denn? Oh. Wir haben den Sandläufertunnel gefunden. Okay, nein. Okay. Das ist nicht die beste Idee, die wir haben können. Deshalb landen wir jetzt wieder und fahren weiter. Oh. Oh nein. Keine Lust, lasst mal. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Böses Gebiet. Also, wo ist dieses Oklakai-Ding? Bitte sag nicht, dass es da drin ist. Hätte ich doch lieber die Sammelmission angenommen. Gut, ich habe das Gefühl, dass wir das beim nächsten Mal machen. Ach. Das ist jetzt natürlich nicht so optimal. Kann ich einfach nicht? Boah, Mechanik Level 5. Holy shit.
Okay, gut, das scheint nicht so gut zu klappen, aber naja, was soll's. Was haben wir denn sonst für Mission in unserem Inventar? Nicht so viele, aber wir wollten ja, also ich wollte ja die eine Harmonie-Mission annehmen. Ich glaube, das wäre doch super. Und dann können wir uns beim nächsten Mal den Kopf drüber zerbrechen, wie wir genau dieses Ding besiegen wollen. Hätte ich doch diesmal die Sammelmission angenommen. Aber gut, was soll's. Es ist fast 3 Uhr morgens. Und ich hab's geschafft. Ich habe genügend Episoden aufgenommen. Ich fühle mich gerade ein bisschen sehr stolz. Ja, ein bisschen sehr. Genau. Speichern. Ist irgendwas passiert? Also, was ist das für eine Mission? Potenzielle Partner. Schließe Kapitel 9 ab und... Okay, machen wir. Jupp. We have visitor. Well, it isn't every day the Director General stops by for a visit. I'm a busy man, I fear. But something's come up that I'd like your team to handle. Stuffy Suit came to the right place. Make request and Tatsu will see what he can do. Right. Well, I'd like to propose we enhance our surveillance of the ganglion. Is there something you're expecting to find? We've had a string of unusual reports lately. There have been rumors that the ganglion are fighting amongst themselves. Power struggles? With all those species working together, I imagine they've no shortage of infighting. Which is precisely what we want to exploit. Hence, for intel. And why I'd like you to focus on expanding Frontier now, for now. All right. We'll take it on as a formal request from you. Okay. Chanson hat beschlossen, die Überwachung der Gangling auf Myra weiter auszuweiten. Erforsche Myra zu 20%. Okay, klar. Oh, wir haben das schon. Wir haben Myra nämlich zu 28% erforscht. So, beim Blade-Turm müssen wir hin. Na gut, dann gehen wir dorthin. Aber bevor wir das tun, würde ich noch gerne sehen. Haustiere. Wir können uns einen Labrador holen. Änderung war erfolgreich. Damit halt eins von Lins Gesprächen freischalten. Sobald wir mal ohne Lin rumlaufen. Ich glaube, das können wir dann später tun. Hoffentlich erinnere ich mich daran. Ich bin ja dann für ziemlich lange weg. Aber die Episoden werden täglich kommen. Jeweils eine täglich, weil ich 2 Wochen nicht aufnehmen kann. Eigentlich 3 Wochen. Ich werde sehen, was ich tue. Aber ich verspreche euch, dass ihr die nächsten Tage auch Episoden bekommen werdet. Versprechen und so. Gut, dass das die letzte Episode ist, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich nicht mehr ganz weiß, wovon ich rede. Ich bin ziemlich müde und hungrig. Das kann man mir ja nicht verübeln. Und trotzdem nehme ich erfolgreich auf. Und mache Dinge. Erfolgreich. 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 Ich bin definitiv müde. Aber gut. Wir sind da. Das war ja relativ einfach so. Was kommt denn jetzt? Mein Ladevorgang. Gut. Das war zu erwarten. Fascinating. Find something useful? All intelligence is useful, Colonel. It's just a matter of finding the best lens to view it through. Wow, that's deep, sir. If I'm not mistaken, you fought against a Rothian squadron before, yes? Rothian? Tatsu hear that name someplace before. Rufe ins Gedächtnis, dass es sich dabei um löwenartige Schiffe handelt. Beschreibe sie als ein stolzes und erbittert kämpfendes Volk. Sage, dass
dass das alles lässige, durchtriebene Fellknäuel sind. Ja, komm, ich bleib mal neutral, ja. Das waren die. The sort you don't want for enemies. Not ringing any bells. Come on, we fought them in Silvalum, remember? Oh, right! Tatsu remember now. Kitty cat people, right? We've analyzed Frontier Nav records for evidence of ganglion infighting. Every instance has involved Rothians fighting against one race or another. This is more than just a few simple disagreements. We believe they've broken ties with the ganglion entirely, and on less than amicable terms. Oh, Frohlocke, dass dies endlich die Gelegenheit ist. Ja, das auch. Nee, das wäre doch cool, ne? Der Feind meines Feindes ist mein Freund, wenn ich Glück habe. If they really have left the ganglion, that might be a possibility. Their motives certainly seem different enough. If their values align with ours. As we often said on Earth, the enemy of my enemy is my friend. I expect an alliance with the Rothians would prove beneficial for both of us. Agreed. Even beyond the practical merits, it just makes sense for us to try and make as many friends as possible. Which brings me to your next mission. I need you to travel to the site of the latest clash and gather data. Yes, sir. Oh, das wäre doch cool, wenn wir uns mit den Rafianern verbünden könnten. Begib dich zum Schlachtfeld beim unteren Flüsterstrom in Optilung vom Sandwert Informationen. Na, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Das werden wir sicher schaffen. So. Also ich finde es cool, wenn wir uns mit den Morphianern hier quasi verbinden könnten. Sie sind ein stolzes Volk. Und der Prinz ist der hat Prinzipien, das finde ich sehr gut. Und er hatte nur einen kleinen Denkanstoß von Elmer gebraucht. Ein kleines Licht im Dunkeln, nehme ich an. Damit er, naja, nein sagt. So. Und wir würden ja nicht einfach sagen, hey, ne? Ihr kämpft jetzt für uns wegen, hey, ein Bündnis, das wäre doch super. Das fänden wir doch alle. Super. Das ist ja super praktisch. Toll, oder? Ist das nicht einer der Rufianischen Skills? That's right. We've located a Rothian skill. It seems mostly undamaged. No, no pilot in sight. It's unclear if they abandoned the skill or were killed. What about the data unit? Intact, as far as I can see. Excellent. Please bring it back with you. Also, a sample of the plating and any weaponry you can manage. We'll do what we can. Ready for a little manual labor? Are you kidding? I can't wait to get this stuff home to analyze it. Frage Elmer, ob sie euch mehr weiß, als sie euch sagt. Sage, dass Chausson vielleicht eigene Ziele verfolgt. Ich will mal nachhaken. Suppose an explanation's in order. Huh? About what? About this mission. Or about his intentions, at least. You mean the Director General? Right. Uh-oh. Is he up to something? Well, no point in hiding it, I suppose. I can't be certain, but if I had to venture a guess, I'd assume this is all just insurance in case an alliance falls through. You mean we're gathering this data to make fighting the Rothians easier? Oh, I'm sure diplomatic talks will come first. And even if we can't secure a friendship, that doesn't mean we have to fight. But it's always good to prepare for the worst possible scenario. Especially if you're the man responsible for the safety of all of New LA. Well, I hope the Alliance can work out. As do I, Lynn. For now, let's get back to work.
Sammle Bauteile vom verlassenen vulfianischen Skers ein. Vulfianisches Bauteil an dich genommen. Okay. Da ist noch so ein Ding. Dann wollen wir mal. Und da hinten ist noch so eins. Das sollte dann auch reichen. Bitte lass mich du, du lustig leuchtendes Ding. Das würde nämlich... Kampf mit so einem Ding würde wehtun. Vielleicht würden wir es schaffen, aber... Ne. Muss nicht sein. So. Und untersuchen. Sehr gut. Erstatte Generaldirektor Chausson im Blade-Turm Bericht. Dafür sollte die Zeit noch reichen und dann müssen wir die Episode für heute auch beenden. Oh, Verwaltungsbezirk und Blade-Turm. Ach, bläst, dass es überall Reisepunkte gibt. Finde ich auch in Mirror's Edge cool, dass man da mehrere Reisepunkte hat. So. Apropos Mirror's Edge, ich finde es gut, dass ich zwei verschiedene Projekte habe. Eins, bei dem ich einfach spielen kann und... Xenoblade, wo ich ziemlich viel Offscreen-Arbeit habe, aber naja, es macht mir ja Spaß. Also, ich beschwere mich nicht. Du, auf zum Blade-Turm. I received your report. Good work collecting those samples. Teil eines Ruffianischen Scales von unschätzbarem Wert für das Studium Ruffianischer Technologie. I'm just sorry we weren't able to get more. We'll take what we can get. You have my thanks. They're an exceptionally proud people. If we can forge an alliance, I'm certain they'll be friends we can trust. I'll remember that. And should the day come, I'd like you to serve as ambassador. My pleasure. As long as you don't send me there to declare war. Perish the thought. The fewer enemies we have, the easier my job is. Yay, wir haben es geschafft. Offenbar werden die Ruffianer von den Ganglien gejagt. Das könnte eine gute Gelegenheit sein, sich mit ihnen zu verbünden. Ja, könnte. Na, das hört sich nicht so lang. Da kommt jetzt noch eine Cutscene. Nö. Ein Segment im Blade-Quartier wurde aktualisiert. Oh, cool. Mal sehen. Neu. Erforderlicher Level 42. Schließe Kapitel 10 ab. Und Kapitel 10. Erforsche Silvalum zu 15% beendet die Harmoniemission Verfolgungsjagd. Haben wir die schon gemacht? Welche Harmoniemission ist das? Potenzielle Partner. Pathfinder in Not. Verträge, Ex-Soldaten, Minister vermisst. Nö, scheint keine von ihnen zu. Das ist Michanik unter sich. Vater und Sohn. Verhandlungen. Na gut, und da steht wieder erforderliche Level 1. Das heißt. Das wird wieder lustig. Wahrscheinlich ist es am besten, wenn wir Level 45 oder so dafür haben. Aber wir werden ja sehen. 18 Minuten. Was könnten wir denn noch machen? Haben wir denn noch irgendwelche Missionen? Die wir jetzt machen können. Nicht wirklich. Nöp. Nichts, was wir machen könnten. Ich glaube, wir können auch beim Missionsterminal vorbeischauen, ob da die eine Mission für die eine Harmonie-Mission da ist. Das wäre noch praktisch. Und... Ja, ansonsten... Beim nächsten Mal, was machen wir da? Ich werde gucken, was ich hinkriege. Wahrscheinlich werde ich ein bisschen was offscreen machen können, aber ich bezweifle es. Also, wir werden sehen. Und dann werden wir beim nächsten Mal wahrscheinlich vielleicht sogar... Vielleicht sogar...
Hau den Simius. Super. Da ist noch ein Hund. In der Höllenklufthöhle in Sylvalum. Ich krieg ein Beagle. Wunderbar. Nüpp, nüpp. Gut. Helfer gesucht ist nicht dabei. Boah, ja, wir werden dann sehen, was noch alles auf uns wartet. Vielleicht ist noch im Wohnviertel irgendwas Neues. Auch wenn ich es bezweifle. So. Zack. Machen wir eine Schnellreise und gucken, aber ansonsten würde ich die Episode sogar vielleicht echt ein bisschen früher als sonst beenden. Weil wir haben A, gerade nichts zu tun und B... Really? Nö. Hier scheint auch nichts zu sein. Und B... Nö. Ich bin echt müde. Also, ich danke euch vielmals fürs Zugucken. Beim nächsten Mal werden wir sicher irgendwas finden, was wir tun können. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.